Wir befinden uns heute in der wunderschönen Hofburg in der Nationalbibliothek und haben unseren Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer zu seinem Interview auf ATV im Klartext begleitet. In den letzten Wochen hat Norbert Hofer bereits eine ganze Menge an Interviews und TV-Auftritten mit Bravour hinter sich gebracht. Erst am Freitag war er zu Gast in der ZIB 2. Also wenn die Türkei beitritt, dann bin ich dafür, dass wir die Österreicher fragen, ob sie noch in dieser EU Mitglied sein wollen. Gestern bei Puls 4 und heute bei ATV Klartext. Es war spannend, es war interessant, es war auch eine Herausforderung. Ich habe das irrsinnig gern. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, so im Gespräch mit Journalisten die inhaltlichen Standpunkte klarzulegen. Und am liebsten habe ich, wenn die Fragen besonders schwierig sind und scharf sind, denn dann ist man wirklich gefordert.